Sein Turbo-Action-Rucksack ist sensationell. Er hat Flammenhaare und er ist super schnell. Für seine Schwestern ist er ein Versuchskaninchen. Er lebt einen Tag aus dem Leben von Johnny Test. Sein Superhund kann sprechen, er ist mutig und frei. Yuki trinkt ein Cappuccino und ist immer dabei. Seine Mom ist immer busy und sein Dad ist durchgeknallt. Er ist wild, zugemüllt, das ist Johnny Test. Super Agency, Extrem Teens, Moon, sie ist ein Frierungsschlag. Affenboy, Turbo Team, Monster Trucky Test. So ist jeder Tag, das ist völlig normal. Johnny Test. So ist jeder Tag, das ist völlig normal. Johnny Test. So ist jeder Tag, das ist völlig normal. Johnny Test. So ist jeder Tag, das ist völlig normal. Für so ist jeder Tag, das ist völlig normal. Für so ist jeder Tag, das ist völlig normal. Für Johnny Was steht heute auf der Tagesordnung? Wir müssen heute dringend ein paar Sachen kaufen. Wir brauchen einen Kleiderbügel, Kaugummi und Uranium 232. Unglaublich! Aber müssen die Porkbelly Patriots ihre Füße auf den Tisch legen? Entschuldigung, Mr. Test. Johnny, was machst du heute? In der Schule ist Haustiertag. Hm? Ich soll ein Haustier mitbringen und es der Klasse zeigen. Yay! Haustiertag, Haustiertag, ich zeig allen, wie toll ich bin, so dass mich jeder mag. Hey, oh. Hallo, ich bin Johnnys Haustier Yuki und wer bist du? Freut mich, dich kennenzulernen. Yuki ist angesagt, hey, yo! Oh ja, das passt perfekt zu meinen traurigen Hundeaugen. Haustiertag, jetzt komm ich. Tschüssi, ich muss zum Haustiertag. Der Raptor-Slicer wird sie umhauen. Der Raptor-Slicer? Heute ist Haustiertag. Wer ist dein Haustier? Ich bin dein Haustier. Deine Klasse wird mich lieben. Ich bin umwerfend. Das ist das Problem. Etwas zu umwerfend. Wieso denn? Wenn meine Mitschüler oder mein Lehrer checken, dass du sprichst oder auf der Halfpipe fährst, weißt du, was dann passiert? Die Regierung sperrt mich weg und führt schmerzhafte Tests an mir durch, um meine Sprachfähigkeiten zu ergründen. Noch schlimmer. Produzenten aus Hollywood werden über Porkbelly herfallen und dich zu einem Star einer Reality-Serie machen. Und jetzt ist es Zeit für den Star unserer Reality-Show, der sprechende Hund. Könnt ihr mich nicht in Ruhe pieseln lassen? Ah! Raptor-Slicer hat coole Stahlklingen. Und er wird seine berühmte scharfe Soße für die Klasse machen. Scharfe Soße? Das kann ich genauso gut. Du hast den Raptor benutzt. Ja, reiner Zufall. Bin gleich zurück. Ich kann nicht warten. Ich komme zu spät. Ich brauche mir mal eure hydronukleare protonische Mikrowelle aus. So, da bin ich wieder. Ich habe Tacos, Enchiladas und Tortillas gemacht. Johnny? Hm? Ei, ei, ei. Kann Raptor-Slicer Forellen jonglieren? Ich glaube nicht. Kann Raptor-Slicer den Roboter tanzen? Nein! Ein sprechender Hund kommt nicht in die Schule. Ich will ja gar nicht sprechen. Ich mache verrückte Hundesachen. Zum Beispiel Seitwärtsrolle. Oder ich hole ein Stöckchen. Kann ich meinen Stock wieder haben? Es ist nur ein Haustiertag. Das ist nichts Besonderes. Und ich nehme Raptor-Slicer mit. Wenn Raptor-Slicer nicht in der Schule ist, muss Johnny ein anderes Tier für den Haustiertag finden. Mich! Alles klar, Raptor-Slicer. Sei ein braver Junge. Ich hol dich raus, wenn es Zeit für die Haustierpräsentation ist. ...93, 15, 20, 8, 165 und 2. Sorry, Raptor, alter Kumpel, aber jetzt wird's Zeit für eine kleine Verschwindenummer. Upsi. Oh, braver armer
Raptor-Slicer, du willst, dass ich die Tür zumache? Bitte sehr, kannst du haben. Ich höre die Vöglein singen. Wenn ich Raptor-Slicer nicht mitnehmen kann, dann nehme ich eben die Schließfachspinde mit. Augenblick noch, Haustiertag. Juki ist schon unterwegs. Schulfluraufsicht, was soll das, ha? Oh, gar nichts. Ich fahre nur das Schließfachspind raus, denn es muss geölt werden. Da kann man sehen, was passiert, wenn die Schließfächerspinde nicht geölt sind. Ein sprechender Hund! Ah! Medienalarm, Leute! Oh, das ist nicht gut. Wir haben einen sprechenden Hund in der Schule! Was, in echt ein sprechender Hund? Was hat er gesagt? Ein sprechender Hund? Wow! Was redet ihr da von einem sprechenden Hund? Naja, hier ist ein Hund, der sprechen kann. Wir haben einen sprechenden Hund an unserer Schule. Insider haben uns berichtet, dass der sprechende Hund gesehen wurde, wie ein Gabelstapler fährt. Sehr richtig. Und jeder fragt sich natürlich, welches durchgeknallte, abgedrehte Individuum hat diesen Hundefreak gezüchtet? Hey, wir sind nicht durchgeknallt und abgedreht. Das kitzelt. Das kitzelt. Rabbelt irgendwie. Eliminiere Athletenfüße jetzt. Okay, vielleicht durchgeknallt, aber nicht abgedreht. Experten sagen, es ist nur eine Frage der Zeit, bis Fernsehproduzenten an dieser Schule auftauchen. Ich will diesen Hund. Sucht mir den sprechenden Hund. Davon machen wir garantiert 3 Staffeln. Der Hund. Jetzt werden wir berühmt. Die Schule ist voller Produzenten aus Hollywood und sie suchen Schüler, die sie berühmt machen können. Hey, Johnny. Hallo. Woher wusstest du, dass ich hier bin? Das ist der einzige Raum in der Schule, in dem es Essen gibt. Ich bin ein böser Hund. Ich habe versucht, Raptor-Slicer loszuwerden, damit ich dein Haustier am Haustiertag sein kann. Jemand hat mich sprechen hören und dann... Hey, hast du den sprechenden Hund gesehen? Wo ist er? Er ist hier. Ich kann sein Talent riechen. Hier ist kein Hund, auch keine Hotdogs oder kalter Hund. Nichts Hundeähnliches. Hund. Wir müssen diesen Hund finden. Ich glaube, der Hund ist Richtung Sporthalle gegangen. Er wollte einen Vertrag mit dem Sportkanal unterzeichnen. Hey, nicht hier hin! Um Himmels Willen! Du musst mich irgendwie hier rausschaffen! Ich möchte nicht der Star einer Reality-Show werden. Ich bin sehr gern dein Haustier. Naja, zumindest meistens. Lass mich kurz darüber nachdenken. Verschwinden wir! Wir haben alle Ausgänge besetzt. Dieser sprechende Hund kommt hier nicht raus, ehe er seine eigene Show hat und wir Millionen mit ihm verdienen. Ja! Hier kommen wir nie raus. Wetten das? Hey, Leute, ich liebe eure Serien. Wow, das ist ja verrückt. Dieser Rucksack. Und dann dieses ausgestopfte Tier. Das aussieht, als wäre es wirklich ein echter Hund. Weg! Also schön. Diesmal schaffen wir es raus. Bloß wie? An diesen Produzentenbestien kommen wir nie vorbei. Ich habe eine scharfe Idee. Los, schnapp sie dir, Raptor Slicer. Der Kleine ist perfekt für eine kleine romantische Sitcom, die ich in Vorbereitung habe. Fernsehproduzenten sind echt tough. Und ich bin verloren. Niemand bekommt meinen besten Freund. Ich bin immer noch dein bester Freund. Raptor-Slicer macht eine Spitzensoße, aber du bist mein Lieblingshaustier. Und nichts kann uns zwei auseinanderbringen. Entschuldige, wenn ich dich verletzt habe. Wirklich? Tut mir leid, dass ich uns das eingebrockt habe. Irgendeine brillante Idee, wie wir hier rauskommen? Naja,
Hier liegen verloren gegangene Fundsachen. Es wird Zeit für dich verloren zu gehen, um den sprechenden Hund zu finden. Ah. Hallo Leute, seid ihr die Reality-Show-Produzenten, die auf der Suche nach dem sprechenden Hund sind? Ja, das genau. Das ist meine Show. Tja, wow, wow, hier bin ich. Wow, 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 und ich kann sprechen. Wow, der sprechende Hund. Jetzt passen ihre Körper zu ihren Füßen. Wo ist Johnny? Ich bin hier. Ich war nicht talentiert genug für eine eigene Show. Aber die Produzenten haben jemanden gefunden, mit dem sie eine Serie machen wollen. Und jetzt kommt scharfe Konversation. Hier ist Reptoslicer. Ich muss sagen, es ist wirklich super toll, hier zu sein, Reptoslicer. Das ist wirklich eine scharfe Show. Ich möchte die hier eintauschen, und zwar gegen das neue Smash Badger 3 Videospiel. Juhu! Ja! Ja! $3? Aber Smash Badger kostet $40. Ja, ich weiß. Aber ich schlag dir einen Deal vor. Deine ganzen Spiele gegen ein Disco-Dance-Pad für ein Wer-ist-der-beste-Tänzer-Spiel. Die Mädels sind verrückt danach. Es ist hübsch bunt, macht Spaß und es kombiniert ein Spiel mit Aerobic-Übung für Mädchen. Solltest du mal versuchen. Kids brauchen Bewegung. Dann versuch du's doch mal. Oh, willst du damit sagen, dass ich dick bin? Meinst du das damit? Ich hab nur ein kleines Drüsenproblem, verstehst du? Ja, und ein Fettleibigkeitsproblem. Das war echt gemein, Johnny. Ich wette, dein Karma wird sich dafür rächen. Was ist denn ein Karma? Karma heißt, tu Gutes und dir wird Gutes widerfahren. Tu Schlechtes und dir widerfährt Schlechtes. Das ist doch lächerlich. Spendest du $3 für ein Heim für obdachlose Miezekatzen? Ein Heim für Katzen? Ich hasse Katzen. Macht's gut. Karma. Gib mir 37 Mäuse, damit ich mir Smash Badger 3 kaufen kann. Wir sind beschäftigt und haben kein Geld. Aber du darfst unser nitromatisches Kuriersystem mal ausprobieren. Es befördert persönliche Botschaften, wie zum Beispiel: Ich werde niemals mit dir ausgehen. Du musst mir 37 Mäuse für Smash Badger leihen. Oh, Mist. Oh, das hier ist für dich. Ach, sie will nicht mit mir ausgehen? Tja, warten wir es ab, bis sie meinen neuen geschälten Body gesehen hat. Nachdem ich meine neueste Erfindung gegessen habe. Den feintomatischen Muskelmacher. Ich gebe dir $40, wenn du die Muskelmacher testest. Ich würd's nicht machen, Johnny. No! Es funktioniert! Super! Jetzt bin ich ein heißer Typ. So, und jetzt werde ich mit meinem neuen heißen Body Schuhentest aus den Latzen hauen. Und ich kaufe mir jetzt Smash Badger 3. Ja, ja, bla, bla. Mach gut! Geld ist doch was Herrliches. Was? Was ist denn, Junge? Stimmt irgendwas nicht? Ja, warte einen Augenblick. Entschuldigen Sie, dicker Mann, möchten Sie vielleicht etwas Geld spenden für ein Heim für Obdachlose? Nein, ich brauche dieses Geld für ein Videospiel und nicht für stinkende alte Katzen. Siehst du, genau das ist Karma. Ein kleines Problemchen. Es gab eine Fehlfunktion mit den Muskelsträngen und eine kleine Gegenreaktion, die zu einer Drüsenschwellung geführt hat. Willst du mir etwa sagen, dass ich ein Drüsenproblem habe? Aha, du hast dich über den Typen mit dem Drüsenproblem lustig gemacht und jetzt musst du selbst damit klarkommen. Ja, so sieht's aus. Ganz schlechtes Karma. Nein, das Problem ist, dass ich aussehe wie er.
Meine Techniker haben meine DNS für die metabolischen Tests verwendet, nicht deine. Wenn sich deine Körperfunktionen wieder normalisiert haben, dann verwandelst du dich in mich. Ich möchte aber nicht du sein. Ich möchte nur ein Videospiel kaufen und ich selbst sein. Also ich finde, du siehst fett aus. Also ich meine fett, nicht fett, verstehst du? Das ist ein großer Unterschied. Ich kann mir nicht mal die Schuhe zubinden. Willkommen im Club, mein Freund. So, jetzt arbeiten wir an deinem Problem, aber es könnte ein Weilchen dauern, weil meine Techniker auch diese Wolkenmacher gegessen haben. In höchstens einem Jahr bist du wieder völlig normal. Es muss doch irgendwas geben, das mir helfen kann. Affenwachstumshormone. Versuch das! Oh, Johnny, überlass das Wissenschaftliche mir. Aber ich denke, ich kann vorübergehend für eine kleine Verschlankung sorgen. Das Korsett von deiner Mama? Naja, aber ihr funktioniert und sie ist echt dick. Das ist definitiv Karma. Hey, seht euch mal Tesla an. Mann, ist der fett. Und ich meine mit F und nicht mit PH. Das macht einen Riesenunterschied. Na sowas aber auch. Wir haben aber ganz schön zugelegt. Tja, mit dem Karma ist nicht zu spaßen. Ich habe ein kleines Problem. Ich würde eher sagen, es ist ein dickes, großes Problem. Die Betonung liegt auf dick groß. Du musst irgendetwas Selbstloses und Nettes machen. Dann wandelt sich dein schlechtes Karma wieder in gutes Karma um. Karma? Ha! Alle Dinge im Universum basieren auf dem Gesetz des Zufalls und nicht auf mystischer Spinnerei, von wegen gute Dinge machen oder schlechte, so ein Quatsch. Möchtest du nicht $3 spenden für ein Obdachlosenheim für Miezekatzen? Damit würdest du etwas wirklich, wirklich Gutes tun. Nee! No! Das könnte Karma sein. Ich habe rausgefunden, dass Karma was mit Yin und Yang zu tun hat. Mit einem kleinen Experiment werden wir das gleich feststellen. Sind das Affenwachstumshormone? Nein, das ist unser Popstardom. Susan und ich haben uns mit Technopop beschäftigt. Wir sind ziemlich gut, aber wir brauchen einen Frontmann. Oh, verstehe. Deshalb seht ihr auch so abgefahren aus. Wir nehmen unseren fetten Johnny und sorgen dafür, dass die Leute ihn lieben werden. Hey, das Leben wird dir gefallen. Du hast alles, was ein Star braucht. Du bist unhöflich, gleichgültig, geistlos, du hast schlechte Manieren und riechst schlecht. Ist ja gut, es reicht. Ich möchte doch nur Smash Badger 3. Folge meiner Karma ist unsere Theorie und unsere Stardom-Straße führt dich in den Starhimmel. Du kannst dir 1 Million Smash Badger-Spiele kaufen. Ich bin Johnny! Ich bin Johnny! Ich wollte dünn sein, aber ich lasse es sein! Jetzt bin ich dick und fett und die Mädels finden es nett! Ich mache jede Menge Money! Ich bin Johnny! Super Johnny! Fett! Dick ist fett! Schick! Fett! Schick! Fett! Schick! Siehst du, Johnny ist berühmt und dick! Und es geht ihm besser als je zuvor! Eine Lieferung für den dicken Fett, Johnny! Es funktioniert! Ich hab's! Jetzt kann ich endlich Smash Badger 3 spielen! Ha! Was ist jetzt mit dem Karma, hä? Da ist er! Ist der dicke Fett, Johnny! Das ist es! Da ist dein schlechtes Karma! Ich hab Schmerzen! Fetter, dicker Johnny! Ich meine, fett, schicker Johnny, das ist ein Unterschied, weißt du? Ich bin ein Super-Duper-Agent und ich werde dich reich machen, kleiner Stinkreich! Du schaffst es an die Spitze! Ich bring dich dahin! Was ist mit uns? Ich mag euch nicht, ihr seid gefeuert, aber der behaarte Gitarrist gefällt mir. Nehmt ihn gleich mit, Jungs. Ich will doch nur mein Videospiel spielen. Komm, mein Superstar. Wir gehen sofort auf Mall-Tour quer durch das ganze Land. Die ersten 3 Konzerte finden heute statt. Ich bin Johnny. Johnny. Ich wollte dünn sein, aber... Ich bin Johnny. Johnny mit PHA, ein schicker Dicker. Die Fans sind verrückt nach dir. Hier hast du mehr Geldbeutel und Videospiele. Ich will, dass du dich ausruhst und dich amüsierst. Wir starten eine neue Tour gleich morgen. Du hast dich über einen Dicken lustig gemacht und ihn zum Heulen gebracht. Jetzt bist du selber dick und dir ist zum Heulen zumute. Das ist Karma. Ich sag's ja immer wieder. Ich geb's auf. Ich glaub dir, ich muss etwas Gutes tun. Ich brauche eine Chance, etwas Gutes zu tun. Hilf mir, Karma! Lass mich wieder gut machen, was ich vermasselt habe!
Möchtest du vielleicht etwas für das Pork-Belly-Mieze-Katzenkrankenhaus spenden? Ja, hier. Tut mir leid, dass ich vorher so unhöflich zu euch war. Katzen sind echt cool und jetzt sind sie obendrein auch noch reich. Mach mich wieder normal, Karma. Du Lügner. Ich habe was Nettes gemacht und gar nichts hat sich verändert. Überhaupt nichts. Oh, doch, mein Freund. Du kriegst diesen Button hier. Au! Endlich bin ich wieder der alte Johnny! Na, so was letztendlich. Waren es doch die Affenwachstumshormone. Du bist nicht mehr fett dick, also nicht mehr fett schick. Du bist viel zu dünn, das ist schlimm. Alles klar. Jetzt habe ich keinen Star mehr, der dieses fette, schicke, dicke Image hat. Ihr wisst schon, fett ist nett, die Ladies stehen drauf. Was mache ich denn jetzt bloß? Wissen Sie, ich bin auch ein echt cooler, funky Typ. Ich bin bling, bling, ich bin bling, bling. Ja, das steht auf meinem dicken, fetten Ring, Ring. Ich bin durchgeteilt, reich wie die Fisch. Und ich rappe wie ein Depp, denn ich will Schuchenteil. Ich bin bling, bling, ich bin bling, bling. Ich werde mich nie mit ihm verabreden. Ich bin durchgeteilt.